Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum 12. Spieltag der German Pokémon League Season 5. Heute der erste Rückrundenspieltag gegen das Team Precani und dem Teamleiter Present. Damit begrüße ich herzlich zur zweiten Hälfte der GPL dieser Season, denn wir sind jetzt mittlerweile in der Rückrunde angekommen. Wir haben somit die ersten 11 Spieltage und damit unsere 11 Gegner bereits einmal hier im Kampf begegnen dürfen. Und gegen weniger gut als schlecht aus, kann man quasi sagen. Aber es ist noch egal. Wichtiger ist noch, ich bin ja immer noch dabei. Und das war immer noch ein Thema der letzten Wochen, denn wir hatten ja letzte Woche gegen den guten Mindship den letzten Kampf. Wir konnten auch noch gewinnen. Insofern konnten wir die Hinrunde mit dem Relegationsplatz, mit dem 10. Platz abschließen. Und da war auch die Frage, bleibe ich jetzt nun oder bleibe ich auch nicht? Und ich habe in meinem letzten Video, in dem ich ein bisschen in die Zukunft gesprochen habe, auch darüber geredet, ich bleibe in der GPL. Das soll bis zum Ende der Season auf jeden Fall behalten bleiben. Und insofern bin ich noch dabei und habe entsprechend natürlich auch am Draft-Stream teilgenommen. Denn zur Rückrunde gab es jetzt einen weiteren Draft-Stream, in dem wir bis zu 5 Pokémon austauschen durften. Das habe ich auch gemacht natürlich, alle 5 Slots genutzt. Insofern, wer wissen möchte, was sich in meinem Team geändert hat, gerne den Draft-Stream nochmal schauen. Wer die Zeit hat, natürlich ansonsten auch gerne mal auf Twitter reinschauen oder woanders, wo ihr entsprechende Informationen haben könnt. Weil ich habe kein weiteres Video dazu gemacht. Ich habe die Zeit logischerweise nicht. Und es werden, wie auch schon dort auch angekündigt, keine weiteren Teambuildings mehr folgen. Ich werde entsprechend bis zum Ende der Season nur noch die GPL-Kämpfe am Sonntag jeweils bringen. Und wir fangen natürlich wieder mit Present an, den wir schon in der Hinrunde besiegen konnten mit einem satten 4:0. Und wir wollen natürlich auch hoffen, dass wir erneut wieder einen Sieg davontragen können. Auch er hat sein Team natürlich verändert und auch stark verbessert, wie ich finde. Das habe ich aber entsprechend auch. Ich habe 5 Slots natürlich geändert. Und habe auch gleich 3 dieser Puppen mitgenommen, die ihr hier in diesem Team sehen werdet. Und ich glaube, ich sammle schon zu viel. Ich glaube, wir starten gleich mal mit dem Kampf. Nur mit einer kleinen Info. Wir haben jetzt ja wieder Juni. Das bedeutet, meine Allergie geht wieder los. Wenn ihr also irgendwelche roten Augen bei mir sehen solltet, das liegt ja meiner Allergie. Und kann mal sein, dass es in der Webcam ein bisschen komisch aussieht, weil ich die Augen nicht immer ganz lange offen halten kann. Und auch meine Nase manchmal ein bisschen sich gegensträubt, jetzt hier aufzunehmen mit der Allergie. Aber das nur mal als Ankündigung, dass du Bescheid wirst, dass ich nicht aktuell so fit bin für diesen Monat. Aber das sollten wir trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber wir starten erstmal hier mit dem Teambuilding. Was haben wir hier Schönes? Wir starten hier mit Kyurem neu dabei, mit Kravums. Dann haben wir noch Koalilum mal wieder dabei. Demeteros in der Inkarnationsform, Proton 2 und Kaburiki. Und ich habe gelogen, es sind nur 2 Pokémon neu in meinem Team, die ich hier im 6.10 mitgenommen habe. Und zwar Kravums und Demeteros in der Inkarnationsform. Der Rest war ja schon da. Preston hat dabei, Knackrack ist jetzt auch neu dabei. Sein Megabibor, Hariyama, Tangulos, Aquana und Voltolos in der Inkarnationsform. Sehr starkes Team, vor allem sehr, sehr stark in Offensive, gerade physisch offensiv. Und da müssen wir gucken, wie wir das Ganze hier aufbauen wollen. Da wir kein Team-Mini gemacht haben, würde ich mal ganz kurz aufs Team eingehen. Wir spielen hier Kyurem natürlich wieder mit dem Scarf, so wie wir es, glaube ich, auch in der Hinrunde hatten, weil Kyurem war schon damals ein starkes Pokémon in der Hinrunde und auch jetzt immer noch mit einem sehr, sehr starken Eilstrahl. Nur habe ich gedacht, er würde wahrscheinlich Klefki auch mal mitnehmen, so wie es in der Hinrunde mit hatte. Weil es eigentlich sein bestes Switchen in alles Mögliche ist, wie zum Beispiel jetzt in Kyurem selber oder auch in Kravums zum Beispiel. Aber dafür hat er anscheinend jetzt Aquana mitgenommen. Und Tangulos natürlich auch als allgemein Switch-In hier. Tangulos vermutlich, hatte ich gesagt, Mix-Defensiv vielleicht, auch mit der Soul Quest. Und Aquana auch eher primär speziell defensiv, damit er was gegen Kyurem und Kravums machen kann. Ja, Kravums ist jetzt auch wieder neu mit dabei. Spiele ich hier mit einem sehr interessanten Set direkt zu Anfang. Normalerweise spielt man es ja Choice, also Choice Scarf oder Choice Vex. Choice Scarf ist ja jetzt mein Kyurem. Aber dieses Kravums hat eine ganz andere Attacke drauf, die viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Dazu kommen wir aber vielleicht noch im Kampf. Dann mal wieder dabei, Komala. Dass er bis jetzt immer nur einmal dabei war gegen Laurus in der Hinrunde. Der Vorteil war, in dem Fall Present hat jetzt zur Rückrunde seinen Color Sun rausgebracht, seinen Geist-Pokémon. Er hat jetzt keinen Geist mehr. Er hat jetzt als allgemeines Switch-In an sich nur Klavion als Stahl-Pokémon mit dabei, aber selbst das könnte getoolt werden von einem Zuflucht-, Schlafrede-, Wahlbahn-Set von einem Koala, wie man es schon von mir soweit gesehen hat in der Hinrunde, was ja echt stark ist. Und insofern hat er keinen Switch-In, deswegen ist Koalilu jetzt richtig gut hier für die Rückrunde gegen ihn. Und da wird es bestimmt noch einiges machen können. Dann mein Landorus Eye ist hier primär physisch defensiv natürlich angehaucht und auch mit den Stealth Rocks ausgestattet, damit ich die gegen sein Team gut benutzen kann. Ne? Denn man kann es ja schon sehen, gegen Vibor und gegen Voltros bringt es auf jeden Fall einiges. Mein Pokémon 2 diesmal speziell defensiv. Physisch defensiv war es in der Hinrunde, weil ich ja was gegen Entei brauchte. Er hat jetzt kein Entei mehr dabei, also kann ich auch speziell defensiv spielen, gerade gegen sowas wie seinen Voltros. Und dann haben wir natürlich noch Kaburiki mit dabei, was hier echt noch einiges an Schaden rausholen kann. Aber ich glaube, ich habe schon zu lange geredet. Wir starten einfach mal mit dem Kampf und hoffen, dass wir erneut hier einen Sieg davon tragen können. So, und geht schon direkt los mit unseren beiden Drachen. Wir starten hier bei uns mit Kyurem Erdknacker vorne. Wo ich mir dachte, okay, ich bin Scarf, ich muss eigentlich schneller sein, es sei denn, er spielt auch Scarf. Selbst eine Yachi-Build theoretisch könnte ihm nicht helfen, wenn ich hier auf den Einstrahl drücke. Deswegen dachte ich mir, ich kann einfach mal raufgehen. Aber das war schon der erste Fehler,
Ich hätte hier eigentlich auch schon direkt rausgehen müssen, weil er muss ja auf eine Drachenattacke gehen. Oder er geht raus entsprechend. Insofern mache ich hier direkt den ersten Fehler, drücke auf den Eisstrahl. Dachte mir, der muss ja an den Dreich, wenn ich eh schon schneller bin, aber spielt hier den Fokus-Sash leider auf dieses Knackrack. Und habe mich dann ein bisschen überrascht und geht direkt auf Wutanfall. Und das ist kein Geheimnis, dass mein Muhammad das nicht überlebt. Und das war schon der erste Fehler in meinem in diesem Kampf. Krit hat natürlich nicht gemeddert. Ich hätte eigentlich direkt in Kaburiki rausgehen müssen, weil er kann natürlich nicht auf Erdbeben gehen. Das war mir schon vollkommen klar. Insofern hätte ich hier jetzt direkt eigentlich schon seinen Knacker rausbringen können aus dem Kampf, ohne überhaupt einen KP zu verlieren. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, weil jetzt natürlich mit dem Zauberstein keinen Knacker rausbringen und damit steht es 5 zu 5. Wir haben beide genau ein Pokémon verloren, das ist quasi unentschieden daraus gegangen. Aber wir hätten eigentlich das Ganze mit einem noch vollen Kyurem noch überleben können, theoretisch. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. War schon der erste Fehler in diesem Kampf. So, jetzt sind wir hier Bibor, was sich ja gleich mega entwickelt und natürlich gleich auf Yuton oder auf Poison Jab gehen könnte, wie auch immer. Und wir starten hier dann mit Vitali, was hier mein Switch-In für Dido sein soll, weil ich hier primär physisch defensiv bin. Kann natürlich auch die Chance nutzen, vielleicht gleich die Stealth-Wars rauszukriegen, wenn er jetzt nicht auf die U-Turn geht. Aber mir war schon klar, dass er wahrscheinlich die U-Turn nutzen möchte. Ich wollte es aber nicht riskieren, hier zu overpredicten und mein Kaburiki zu opfern, denn das wäre schon das zweite Opfer jetzt in diesem Kampf. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Insofern, Kehrtwende seinerseits ist vollkommen richtig. Und jetzt holt er direkt seinen Samsung rein. Das ist sein kleines Tangolos. Wo ich mir dachte, okay, wenn er das reinholt, klar hat er damit einen Erdbeben-Switch schon, aber ich vermute auch stark, dass da eine HP-Eis im Spiel ist. Insofern gehe ich jetzt mal auf U-Turn, mache entsprechend viel Schaden, scheint also kein physisch defensives Set zu sein. Vermutlich hier Assault Blast, wie ich mir dachte. Und geht in die New Sane, was glaube ich am besten eine HP-Eis auch tanken könnte, wenn er sie wirklich hat. Und da kommt sie auch. Und die macht, okay, einen Schaden, aber ich kann hier vor allem gleich ein bisschen Schaden mit Zauberschein machen, weil ich dieses Ding hier möglichst low haben möchte. Sache ist die, er ist mal kritisch, was natürlich auch ungünstig für ihn ist, aber ich habe mir nicht mit der Matschbombe gerechnet, die zum Glück nicht reicht, wo bemerkt. Aber dadurch, dass der Zauberstein ihn gecritet hat, würde jetzt die nächste Attacke ausreichen. Er muss entsprechend auswechseln, weil er dann mit Belebekraft wieder einigermaßen gut in der Range ist. Und er geht dann sein Rhyton, was jetzt erstmal ein Zauberstein abbekommt. Mir war klar, dass er auswechseln muss, aber Zauberstein war noch der beste Move. Ich will jetzt nur Folgendes wissen, ist er gescarft oder nicht, weil irgendein Scarfer wird er wahrscheinlich dabei haben. Und damit habe ich die Bestätigung, auch wenn ich jetzt Kaburiki hier geopfert habe, es hätte eh nicht so viel machen können. Klar, es ist auch schnell und hätte vielleicht nochmal reinkommen können, um noch viel Schaden zu machen, klar. Aber hier habe ich die Bestätigung, es ist ein Scarfer und hier hat man schon die HP gesehen, wo ich mir dachte, wird wahrscheinlich auch die HP Eis sein, falls er hier die Meteoros predicted, aber es war ja nicht so effektiv. Es war eine HP Flying, so wie es aussah. Aber zumindest kann ich jetzt safe Koalilu reinholen. Und das heißt, er muss jetzt ein Pokémon verlieren. Egal was er macht, die HP Flying würde nicht ausreichen gegen mich. Und irgendwas stirbt jetzt hier eine Schlafrede plus Zuflucht. Egal, was er jetzt reinholt. Und da entscheidet er sich für Tangolos. War auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, weil das nicht mehr so viel machen würde. Kaburiki ist ja jetzt auch tot. Insofern hat er da nichts mehr, was reinwechseln muss, theoretisch. Weil, okay, Demetrius lebt immer noch. Theoretisch kann er dann immer noch dafür das als Switcher benutzen. Aber egal. Und jetzt holt er Hariyama rein, wo ich mir denken müsste, okay, selbst mit viel KP-Investment würde er jetzt einen Zuflucht nicht überleben. Das war so mein Plan. Das war schon mein nächster Fehler, weil ich auch mal überlegen müsste. Vielleicht holt er es ja rein, weil er komplett physisch defensiv ist. Und das war er leider auch in diesem Falle. Und das war mein nächster Fehler, weil ich jetzt einfach Koalilua geopfert habe in der Hinsicht. Weil ich dachte, ach komm, das kann er nicht überleben. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil er mich rausgehen möchte, weil er es einfach nicht anders kann. Aber das war dumm. Hätte ich logischerweise auch direkt in Demeteros reingehen können, was ich hier jetzt nachträglich tue. Weil Nahkampf habe ich logischerweise überlebt. Und Koalilu ist ein sauwichtiges Pokémon gewesen, weil er einfach kein Switch-In hat. Hat er nicht. Insofern war das hier der zweite Fehler. Unberechtigterweise habe ich den jetzt hier leider schon das zweite Pokémon geopfert. Na gut, nächste Attacke von ihm. Ich kann entsprechend die Tarnsteine rausholen, weil er jetzt in den Burn krepiert. Und Tarnsteine gegen Voltos und gegen Bibo kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Insofern habe ich das hier also richtig gemacht. Und mein Demeteros hat hier leider schon ein bisschen viel Schaden gefressen. Insofern gegen Bibo leider nicht mehr so nützlich. Aber jetzt kommt der Aquana rein. Und ich habe nur noch drei Pokémon, genauso auch wie er. Wir haben ja beide sehr, sehr offensive Pokémon oder sehr, sehr offensive Teams. Insofern ist dieser Kampf sehr schnell um, wie ich mir schon vorher dachte. Ich kann mit U-Turn hier wieder rausgehen. Und hole jetzt meinen Brock Lesnar rein. Hier kommt Kravums, was hier ein Scald fressen sollte. Aber hier kommt tatsächlich ein Toxin. Vermutlich hat er hier in diesem Fall Pokémon 2 Predators. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber jetzt kann Kravums hier ein bisschen arbeiten. Auch wenn ich mir schon dachte, dieser Aquana ist vermutlich speziell defensiv. Hatte die Überreste mit drauf, was auch ein bisschen ungünstig werden könnte. Wenn ich hier versuche, mich zu stallen. Aber ich benutze hier eine ganz besondere Attacke. Und das ist Kraftschub. Weil ich damit meinen Spezialangriff um eine Stufe erhöhen kann, um mir quasi meinen Specs zu sparen. Guter Angriff steigt auch, das ist mir in diesem Fall jetzt egal, weil ich hier speziell offensiv vor allen Dingen gestaltet bin. Er geht auf Wish, was hier mir schon sagt, okay, das könnte nervig werden. Wir haben nur Wish gesehen, wir haben Toxic gesehen, vermutlich noch einen Scald mit dabei. Und dann eventuell Protect oder Heal Bell, wir wissen noch nicht was von den beiden, aber ich vermute mal eins von beiden muss es sein.
Jetzt habe ich hier schon Kraftstück benutzt. Ich bin schneller und kann entsprechend jetzt hier auf Überschallknall gehen. Ist quasi jetzt ein gespeckster Schaden, der echt viel Schaden macht. Und jetzt sehen wir schon Siedewasser. Drei Attacken haben wir somit schon mal gesehen. Und dann dachte ich mir schon, okay, er hat bis jetzt noch kein Protect gedrückt. Das hätte er hier eigentlich auch drücken sollen, dachte ich mir, weil es sicher gewesen wäre. Somit dachte ich mir, okay, Heal Bell war wahrscheinlich die Attacke, die er noch drauf hat, um einen möglichen Toxinschaden dann zu entgehen. Und da kann ich jetzt hier mit dem Toxin erstmal ein bisschen stornen. Ich muss weiter angreifen, damit ich möglichst viel Schaden auf seinen Aquana machen kann. Und immer noch kein Protect eingesetzt, wo ich mir dachte, okay, er hat wahrscheinlich immer noch nicht drauf. Es wird wahrscheinlich wirklich die Hebel sein. Was gut ist, weil ich kann jetzt entsprechend nochmal viel weiter Schaden machen und dann vielleicht noch mit Lando, wenn er auf einem niedrigen Range ist, nochmal mit dem Erdbeben hier das Ganze zu beenden. Ich bin jetzt 6 KP. Okay, jetzt kann ich nochmal einmal angreifen, das sollte dann reichen. Aber nein, er hat doch Schutzschild drauf und keine Hebel. Insofern krepiere ich jetzt hier leider ein Toxin und ihr könnt jetzt wieder 4 KP durch den Wish kommen. Aber ich dachte mir, okay, das Ganze kann ich trotzdem noch gewinnen, weil ich habe immer mein Pokémon 2 mit einer ganz besonderen Taktik. Weil ich kann jetzt Aquan toxinisieren, kann aber selber nicht toxinisiert werden, weil ich die Umwandlung spiele mit dem Toxin zusammen drauf. Somit kann ich hier das Gift quasi nicht abbekommen, wenn ich selber ein Gifttyp bin. Und das ist jetzt meine Taktik. Ich habe auch selber mir vorher aufgeschrieben, T-Building. Ganz, ganz wichtig, vorher Speed creepen auf dieser Aquan, damit der ganze das Ding auch speeden kann, hat das aber leider vergessen. Und insofern war dieser Aquan leider doch noch schneller und hat dann mit Toxin mein Pokémon 2 vergiftet. Das war dann jetzt schon fast Match entscheiden, kann man fast sagen. Jetzt kommt die Umwandlung, jetzt bin ich zum Gifttypen geworden, ganz toll, aber ich bin schon vergiftet, insofern lohnt sich das jetzt gar nicht mehr. Das war ziemlicher Fail. Einfach weil ich kaum Zeit hatte zum Teambuilding, es hat sich ja nichts geändert, logischerweise. Und leider Gottes bin ich vergiftet und das ist dann, glaube ich, kein Geheimnis, dass jetzt das Ganze ziemlich blöd endet, weil er kann mich hier stallen. Er kann jetzt zwar auch toxinisiert werden von mir, theoretisch, wenn er dann mal nicht Protect drückt, was natürlich auch total toll ist, dass das hier nicht funktioniert. Aber ja, Leute, wenn ich jetzt hier einen Gifttypen bekommen hätte und nicht toxinisiert gewesen wäre, dieses Aquan hätte nichts gegen mich machen können, weil er hat nur Siedewasser drauf und ich habe H2O Absauger kopiert als Fährte-Fähigkeit. Und ich habe mir seine Moves angeguckt, sowohl von Bieber als auch von seinem Beutel, das was noch überlebt hat bis jetzt. Weil wir haben danach hier die Sets mal ausgetauscht. Er hätte nichts mehr so richtig offensiv gegen mich machen können, er hätte mich nur ausdauern können, weil er hat keine effektive Attacke mehr gegen mich gehabt. Er hat noch Abschlag natürlich, um meinen Evoliten wegzubekommen, aber selbst wenn der Evolit weg gewesen wäre, er hätte nichts mehr gegen mich gemacht. Keine effektive Attacke mehr gegen Pokémon 2, ich hätte alles überlebt. Ich hätte mich immer wieder gegen mit Genesung hochrein können, bis sie mir irgendwann ausgegangen wäre. Denn irgendwann, naja, ist die Frage, wie wir es gestalten. Weil sein Aquana wäre theoretisch toxiniert gewesen und wäre danach gestorben, wenn ich die ganze gewechselt wäre. Nicht zu vergessen, dass wir noch den Tarnstein gelegen hätten, was nicht so gut gegen Voltos und gegen Bebo gewesen wäre. Problem ist nur, er hätte auf seinem Bebo tatsächlich Defrog drauf, womit ich jetzt auch nicht gerechnet hätte tatsächlich. Und naja, jedenfalls ist Pokémon 2 tot. Er hat jetzt auch Aquan natürlich und es ist kein Geheimnis. Mein Demetros kann leidlich genug Schaden aufbringen, um seinen Aquan hier zu one-hitten. Und ein Scald würde leider reichen. Insofern kommt nochmal ein Erdbeben. Er ist speziell defensiv. Insofern kann das nochmal richtig viel Schaden machen, auch wenn ich nicht so viel Angriff investiert habe. Ihr seht es hier. Leider reicht es natürlich bei weitem nicht, selbst mit Glück nicht. Und ein Siedewasser kommt und wird logischerweise reichen gegen Vitali. Und das ist somit das Ende und Present gewinnt den Kampf hier. Mit einem satten 3:0 natürlich vollkommen verdient. Ja, ich habe schon erwähnt, Leute, ich habe hier drei wesentliche Fehler gemacht in diesem Kampf. Das ging schon in der ersten Runde los, indem ich Kyurem einfach dummerweise geopfert habe gegen Knackhack. Wo ich entweder direkt in Kaburiki hätte reingehen können, um das Ganze hier zu beenden mit Knackhack. Und dann hätte ich 6:5 da gestanden. Dann Kualilu, was ich raussetzen könnte gegen sein Hariyama in mein Landorus, um das auch noch zu behalten, weil ich weiß nicht, was er da machen soll. Das Einzige, was er machen kann, ist dann mit Voltolos Superpower drücken. Das hat er nämlich auch drauf gehabt, extra für Pokémon 2. Was natürlich auch gut funktioniert hätte gegen mein Kualilu. Aber ansonsten, ja, Kualilu wäre hier sonst durchgegangen. Aquana wäre auch noch mit einem Tour drin gewesen, aber er hätte mich auch nicht mit Scald verbrennen können, weil ich kann nicht verbrannt werden, wenn ich schlafe. Insofern, diesen Kampf hätte ich eigentlich gewinnen müssen, ne? Wenn man nach bedenkt, dass ich Kyurem und Koalilu noch behalten hätte mit vollen KP, dass die hier super Arbeit noch geleistet hätten. Und Pokémon 2, was ich nicht gespeedpreet habe, auch wenn ich es mir eigentlich aufgeschrieben hatte, ich habe es leider vergessen, wie gesagt, wäre es am Ende noch sehr, sehr stallig geworden. Gott sei Dank war es nicht der Fall, aber trotzdem auch das war ein logischerweise starker Fehler meinerseits und deswegen habe ich berechtigterweise verloren. Wie gesagt, es wird vermutlich die letzten Kämpfe so weit gehen, dass ich nicht wirklich viel Zeit habe jetzt entsprechend für die ganzen Kämpfe, für die ganzen Teambuildings. Aber Leute, immerhin eine positive Sache, die ich schon auf Twitter angekündigt habe. Ich habe jetzt gerade meine Ergebnisse bekommen. Ich habe meine
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ich habe sie bestanden. Insofern geht es jetzt für mich auf in Richtung Zukunft im Beruflichen. Und das wird ganz schön anstrengend und auch sehr zeitintensiv. Aber gut, vielen Dank an Present für diesen coolen Kampf. GG an dich. Natürlich, wie gesagt, Fehler meinerseits hätte ich natürlich besser machen können. Dann wäre der Kampf auch sehr wahrscheinlich auch für mich ausgegangen. Vermute ich jetzt mal stark. Weil Kyurem gescarft. Klar, noch nichts gehabt, das Voltos gehabt, aber ansonsten hätte er immer irgendwas opfern müssen, nur falls Aquana rausholen müssen. Aber ich habe ja noch meine Switch-ins gehabt. Makulelu hätte hier immer, wenn es reinkommen wäre, irgendein Pokémon mitgenommen. Egal was, immer irgendwas, weil Vivo und Voltos wären auch gewonnen worden. Und ja, eigentlich kein Thema mehr. Aber egal, Leute, das war halt mein Fehler und das war es nun auch. Mal gucken, wo wir jetzt in der Platzierung landen. Schaut auf jeden Fall noch bei den anderen Kämpfen mit vorbei, wie es da ausgegangen ist. Und nächste Woche geht's gegen die guten Parsifani. Wir hatten ja in der Hinrunde noch gegen Tabasco gespielt, der jetzt ja leider ausgetreten ist. Insofern dürfen wir jetzt in der Rückrunde gegen Parsifani vorliegen nehmen. Da hatten wir leider die Hinrunde verloren, ganz knapp. Aber das können wir jetzt hier wieder aufholen gegen Parsi. Mit viel Glück und ich habe euch hoffentlich schon ein gutes Team zusammengebaut. Bis zur nächsten Woche. Bis dann und auf Wiedersehen.